Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück. Wir spielen wieder Grim Legends 3, die dunkle Stadt. Und ich bin gerade am überlegen, was wir machen mussten. Ich weiß, wir haben in der letzten Folge hier irgendwie... Genau, hier wollten wir die Klamotten zusammenbauen. Oh Gott, jetzt bin ich aber... Jetzt weiß ich nicht mehr. Fast geschafft, aber das i-Tüpfelchen fehlt. Genau, wir müssen irgendwie diese Klamotten zusammenbauen. Ah, warte mal, wir haben doch auch Aufgaben, da können wir doch einfach gucken. Oder auch nicht? Die sehen alle sehr abgeschlossen aus. Ach da, verkleide dich selbst als Camilla, verwandle die Mutter zurück in einen Menschen, halte den Koschmar auf. Halte die Inge Koschmitter auf. Ja, ich bin gerade... Das Problem ist, ich bin gerade total ratlos. Also so sehen wir aus, Assassine, und so sollen wir aussehen. Komischerweise, das Gesicht ist so ähnlich. Wahrscheinlich sind wir die Schwester oder sowas. Ich glaube, ich habe einige Puppen wie diese rumliegen sehen. Also eine haben wir schon. Genau, und die Puppen müssen wir auch noch irgendwie sammeln. Eine ist da drinne. Vielleicht könnte ich diese Hornissenfalle ersetzen. Mit einer Weinflasche? Nein. Okay. Ich glaube, ich muss mal kurz auf die Karte gucken. Das ist aber schon hier im Balkon, ne? Aber womit? Da gibt es sicher bessere Ideen. Puh. Oh, was ist das denn? Da ist etwas im Rohr, aber es wäre Selbstmord, dort hinunterzuklettern. Frau, wie kommst du denn bitte in dieses Rohr rein? Hä? Das muss mir jetzt mal einer erklären, wie das funktionieren soll. So, da wäre Camillas Zimmer in Karzeristein, Masken. Da haben wir mittlerweile 3 Stück. Ich vermute, 2 fehlen noch hier und hier. Ich bin aber total ratlos gerade. Spiel, jetzt sag mir doch mal bitte, was ich hier machen soll. Ich muss mal. Ich weiß es nämlich nicht mehr. Ja, ich weiß, aber da sagt er doch nur, es wäre Selbstmord, dort hinunter zu klettern. Oder vielleicht, indem ich Wein rein... Bitte was? Bitte was? Okay, na gut. Nehmen wir halt den Wein, ne? Kann ja auch Wasser nehmen, aber nein, wir nehmen den Wein. Oh Mann, 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 Mann. Jetzt können wir auch direkt auf den Balkon. Achso, ja, wir können ja hier hochklettern über die... Eine beeindruckende Villa hat sich in eine schwimmende Ruine verwandelt. Und in das Versteck eines Maskengeists. Was auch immer. So, ich bin gerade total verpeilt. Also hier gibt es eine Aufgabe. Vielleicht mit ein paar Fängen? Nee. Ich kann den Schwarm nicht ohne ihre Erlaubnis passieren. Ich werde sie austricksen müssen. Ja, dann mach doch. Kann ich eigentlich hier wieder Wein reinfüllen irgendwie? Ich glaube nicht. So, noch eine Puppe. Ich vermute, wir brauchen noch genau eine. Und die habe ich noch nicht gesehen. Deswegen weiß ich nicht, wie die Tante behaupten kann, sie hätte hier Puppen rumliegen sehen. Wo müssen wir denn jetzt was machen? Camillas Zimmer. Hä? Aber hier ist doch nichts mehr. Können wir hier noch... Ich hätte nie gedacht, dass mich die Jagd auf Dämonen zwingen würde, kleine Prinzessin zu spielen. Oh, da fällt mir ein, das könnte ich auch mal Let's Play. Ich habe vom Björn vom LSNPD noch ein Game geschenkt bekommen von einer ganzen Weile. Das hieß irgendwie Little Princess oder so, ich weiß es nicht mehr. Ja, was sollen wir denn jetzt hier machen? Bitte. Also hier fehlt anscheinend noch eine Puppe. Dann haben wir das Ding. Hier ist keine Puppe oder sowas. Nö. Etwas fehlt noch. Ja, das wissen wir. Ach, da fehlt auch noch der Mantel. Der ist bestimmt eigentlich hier im Schrank. Wir sollen in Camillas Zimmer was machen. Aber was denn bitte? Ne, das ist die kaputte Weinflasche. Okay, das funktioniert nicht. Vielleicht hier irgendwas mit Parfum einsprühen. Nö.
Wenn ich darüber nachdenke, sind sie und ich, wir sind gar nicht so verschieden. Ja, sag ich doch. Hallo, was ist denn, wie verwirrend ist denn das Spiel bitte gerade? Ja? Was? Und jetzt haben wir was? Eine Horn... Ach, das ist jetzt eine Hornissenfalle. Mit Parfängen ist das eine Was? Wieso ist ein... Wenn... wieso? Mit Parfüm. Ah, okay. Jetzt haben wir das Diadem. Das tun wir mal da drauf wahrscheinlich. Kann ich das jetzt mitnehmen? Ja, jetzt haben wir auch die Kleinigkeit, die fehlt. Oh, und wir haben ein Wimmelbild. So, ach schön. Wir können endlich mal wieder wimmeln. Eine schwarze Rose. Noch eine schwarze Rose. Noch eine schwarze Rose. Buch der Gedichte. Habe ich mir fast gedacht. So, drei Taschentücher. Ich glaube, das ist eins. Handschuh habe ich gerade gesehen. Habe ich noch einen Handschuh eben gesehen? Ich weiß es nicht mehr. Da. Ist das ein Taschentuch? Ja. Das? Nee. Was haben wir denn noch für Taschen? Okay, wir gucken einfach mal weiter. Maskottchen und Tintenfass. Maskottchen. Hallo, Maskottchen kann alles sein. Was ist denn das für eine Angabe, Maskottchen? Puppe. 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 So. Ein Tintenfass. Hier ist jetzt nichts, wo ich im ersten Moment sagen würde, das ist ein Tintenfass. Ach doch, da. Rot, okay. Ja, da muss man erstmal mit rechnen. Ein Schleier. Eine Karaffe. Nee. Ist das die Karaffe? Nein. Nee, eigentlich ist eine Karaffe so wie so ein Krug. Deswegen hätte ich eher gedacht, das hier, aber... Spiegelbürste, Jacke. Spiegel. Bürste. So, also, wir haben noch ein Taschentuch. Das da, oder? Ja. So, ein Maskottchen. Das könnte das sein. Oh, ich bin gut. Karaffe und Jacke. Karaffe und Jacke. Ist das vielleicht eine Jacke? Nein. Oh, eine Karaffe. Was? Wo ist denn hier eine Karaffe? Hä? Da hinten. Genau. Sowas wollte ich gerade sagen. Das ist doch eine Karaffe. So, jetzt fehlt noch eine Jacke. Hier ist ja jede Menge Stoff, aber was ist denn, was hiervon ist bitte eine Jacke? Hallo, Spiel? Mehr nachdenken, weniger alle. Ja, ist ja okay. Ich muss hier nicht nachdenken, ich muss hier was finden. Das hat doch nichts mit Nachdenken zu tun. Aber ich will auch keinen Tipp verwenden, das muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. Wo ist denn hier eine Jacke? Jacki wie Hosi. Wo denn bitte? Was soll denn hier eine Jacke sein? Hä? Ach, Spiel, verwirr mich nicht so. Ich will das ohne verdammten Tipp schaffen. Ja, hier ist nichts, was aussieht wie eine Jacke. Gar nichts. Siehst du irgendwas, was hier aussieht wie eine Jacke? Ich glaube, ich brauche mal einen Schluck Kaffee. Ich will keinen Tipp verwenden. Aber es geht ja schon fast nicht mehr. Hä, hier ist doch keine Jacke. Also hier ist, da habe ich drauf geklickt. Das ist nix. Das ist auch nix. Das auch nicht. Was soll das denn bitte für eine Jacke sein? Ne, also jetzt, hier, jetzt. Das? Ich habe da oben drauf geklickt. Das hat nicht funktioniert.
Da steht jetzt Umhang. Boah, Alter, dieses Spiel. So, egal, wir haben jetzt alles. So, jetzt kommt noch die P-Rücke. Perfect. Let's hope the mother buys it. So, wir haben uns verkleidet. Wir sehen auch original aus wie die. Ich gehe jetzt mal hier über die Schnellreise. Oh. You are not my dearest child. Oh, toll. Ja, das hat ja super funktioniert. So, wie war das? Die, die nicht da drüben sind. Jetzt drehen die sich auch noch. Das haben wir. Okay, so ein... Das da. Also jetzt wird es ja langsam immer schwieriger hier. Hör auf, dich zu drehen! Das haben wir. Das haben wir. Was ist denn das andere? Das ist so ein... Haben wir das? Haben wir das? Nee. So, das Horde-Symbol und dieses... Horde habe ich gesehen, okay. Durchschnittskreis habe ich auch gesehen. So ein Haken-Ding und das da. Diese dramatische dramatische Musik für dieses Nichts, für diesen 2-Sekunden-Kampf. I built this fortune with my own hands. I worked hard. All for my dearest Camilla. Oh, for my dearest Camilla. Ich denke, das ist ein... Passt das? Ja, das passt schon. Nee, irgendwas passt da noch nicht. So. I secured a future for her. Money, education, power. I even found her a proper match. Aha. Then her maid comes to tell me she has a lover. This oh nein. Will not do. Tja, man sollte halt nicht immer alles arrangieren, ne? Nee, das sieht nicht gut aus. Das könnte dahin gehören. Wo kommt, da kommt die Fliege hin. Nein, das überspringe ich nicht. Also das kriege ich auch bitte so hin, ja? Nein. So? Noch nicht ganz? Nee, auch nicht. Hä? Moment, also das sieht gut aus, das sieht auch gut aus. Das sieht auch gut aus. Die Pistole? Nee, das sieht nicht gut aus. Ich verstehe noch nicht ganz, wo die Pistole hingehört, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das darf... Da bin ich mir auch noch nicht so ganz sicher. Hä? Eigentlich sieht das doch gar nicht... Ah, okay, so. Soon to be husband Alonso to get rid of this Gabriel. Was ist das für eine Mutter? I wanted to live happily ever after. Now I see it wasn't the life she wanted. Ja, sehr, das ist eine sehr gute Idee. Von Eltern bestimmte Ehen. Super, echt eine super Idee, muss man ja schon sagen. Da kommt, glaube ich, selten was Gutes bei rum. So, was brauchen wir denn jetzt hier? Passt du das schon? Nee, das passt irgendwie nicht so richtig. Das sieht... Nee, ich bin mir nicht sicher, ob das richtig ist. Das glaube schon. Ja. So. Nee, auch nicht so ganz. Hä? Nee, irgendwo... Also irgendwas passt hier noch ganz und gar nicht.
Hier, das hat sie auf dem Gesicht. Nee. Das da vielleicht. Ja, das sieht schon besser aus. Da ist der Schuh. Nee, das Bild passt da jetzt aber nicht hin. Wo kommt denn das Bild hin? Oh, hier haben wir noch was, hier haben wir noch was. Da kommt das Bild auf ihr drauf. Und das da hinten an der Mama dran. Hä? Was könnte denn hier noch sein? I thought I did it all for her. But now I realize that it was all for myself. Ja, Mutter, das hast du ja früh erkannt. So ist das nun mal. Please, if she's still alive, save Camilla. You're my only hope. I have everything I need to deal with the Koshmar. Ich hab alles. I should check up on Solomon. Ich sollte auf Solomon checken. Überprüfe Solomon, halte den Koshmar auf. Ja, wo? Am Marktplatz, okay. What happened here? Oh nein. Where's Solomon? Da eingefroren, du Nase? Der tapfere Captain Alonso, er hat bis zum Ende gekämpft. Das Schwert ist in der Scheide festgefroren. Was haben wir denn hier eigentlich? Eine leere Feldflasche. In Ordnung. Hä? Und jetzt? Wo soll das denn jetzt bitte weitergehen? In der Akademie. Nee, hä? Wo geht das denn hier weiter? In der Bibliothek. Just follow the instructions. I need to rest. Ja. Ist schon okay. Du darfst dich ausruhen. Ins Versteck kommen wir mal. When did it get so cold? I have a bad feeling about this. Wo kommt denn der Spruch her? I have a bad feeling about this. Den kenne ich doch. Jetzt können wir nicht hier hoch? Nee. Vielleicht jetzt nochmal in Camillas Zimmer? Wir sollten uns vielleicht auch einfach wieder umziehen? Nö. Spiel, du hast da irgendwie irgendwas vergessen. Achso, das war die Bibliothek. Halle der Akademie, Garten, Operationssaal, Kanalisation vor der Villa. Das Zimmer ist zusammengestürzt, aber ich habe bekommen, was ich wollte. In Lichtenheim? Im Theater? Nein, aber wir können nach Lichtenheim. Oh Gott, wir können ja noch nach Lichtenheim. Aber müssen wir das denn? Müssen wir denn nach Lichtenheim? Aber es ist komisch, ich habe nirgends eine Aufgabe. Ich glaube, da fehlt noch eine. Finde Solomon, halte den Koshmar auf. Was sagt mir denn der Tipp? Also, zurück. Ich bin gerade zu doof, das zu finden. Ach, da geht's jetzt weiter. Sag mir... Oh Gott. Kapitel 5. Das Tor. Some isolined Maskwraith must have abducted Solomon and taken him to the necropolis. Aha. Gut, dass sie das weiß. Was haben wir hier? Oh, guck mal, da ist noch so ein Ding. Nein, das wollte ich. Okay, Eiszapfen. Na gut. Metallornament und die Kette... Kein Schlüssel, aber ein Vorhängeschloss ist nur so stark wie die Kette, an dem es festgemacht wurde. Ja, könnte man hier vielleicht mit dem Metallordner... Nein, natürlich nicht. Wieso sollte man auch mit irgendwas und roher Gewalt sowas kaputt kriegen? Was haben wir denn hier? Eine Bärenfalle. Ich bin nicht sicher, ob die Falle scharf ist oder nicht, aber Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Hallo, die ist aufgeklappt, das ist eine Bärenfalle. Wenn die aufgeklappt ist, ist die scharf. Da ist etwas unter dem Eis. Könnte ich es herausschlagen? Ja, vielleicht mit dem Metallornament. Ah, hier geht's auf einmal. Eine Blechschere. Ein Kabelschneider. Okay. Solides Eis. Darum muss ich mich erst kümmern. Okay. So, und jetzt können wir wahrscheinlich mit dem Kabelschneider... Mit einem Kabelschneider schneiden wir eine Kette durch. Ist logisch. Was haben wir jetzt? Ein paar Stiefel? Ein Samovar. Ich könnte eine Pause von all diesem Chaos gebrauchen. Eine Tasse Tee wäre dann genau das Richtige. Also ich bevorzuge ja eher Kaffee. Aber dann trinken wir jetzt einen Kaffee, ne? So. Kurze Pause und weiter geht's. Okay, was haben wir denn jetzt? Eine Öllampe, die wir, können wir vielleicht anmachen?
Da gibt es sicher bessere Ideen. Na gut, dann wohl nicht. Aber Freunde, an dieser Stelle muss ich mich leider schon wieder von euch verabschieden. Wir sind am Folgenende angelangt und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Grim Legends 3. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao!